Es gibt Zeiten, wo das Weiterleben selbst eine Tat von Kühnheit ist. Und willkommen zu einer weiteren Folge Fritzis Überlebenstipps in der Wildnis. Ich bin Fritz, Ihr Experte für Survival. In der letzten Folge sind wir eingeschlafen und hier wieder aufgewacht. Wer denkt, dass ich gestorben bin, dem muss ich leider sagen, dem ist nicht so. Ich habe mich nur kurz ausgeruht. Schließlich bin ich ja Experte für Survival. So, wir sind immer noch im idyllischen Tal. Ich möchte gerne immer hier wieder anfangen, weil ich hier schon zweimal gestorben bin. Oder dreimal, keine Ahnung. Und ich möchte das hier schaffen. Ich möchte mich nicht unterkriegen lassen. Und ich möchte euch auch zeigen, wie man in der Wildnis überlebt. Wer es vergessen hat, immer schön die Stöcke einsammeln, das ist Brennholz. Für dieses Zedernholz. Ja, da brauchen wir ein Beil, das wir noch nicht haben. Das ist ja schade. Frage mich gerade, warum fängt er immer an zu frieren, wenn ich so einen Stock auseinandernehme? Ich habe doch da total viel Bewegung bei. Müsste mir doch warm werden. Bewegung erzeugt Wärme. Kann man sich auch gleich merken. Nee, will ich nicht alles auseinandernehmen hier. Dauert mir zu lange. Zwei Stöcke nehme ich mit erstmal. Auch ein Zweig. Oh, eine Brücke. Die kennen wir ja noch gar nicht. Schnauze. Er fängt schon wieder an zu frieren. So ein bisschen seltsam, dass er hier anfängt zu frieren und ich sitze hier in der 30-Grad-Wohnung. Geil. So, wie ich schon mal erwähnte, wenn wir eine Straße finden, sollte man der Straße vielleicht folgen, weil sie wird uns zur Zivilisation führen. Irgendwo zu Gebäuden zumindest, wo wir vielleicht Dinge finden, die unser Überleben erleichtern. Wie zum Beispiel ein Stock. Dem können wir uns auch am Rücken kratzen, wenn es sein muss. Ich gehe mal in diese Richtung. Einfach nur aus Gefühl. Lauf nur, lauf! Wenn wir der Straße folgen, müssen wir ja irgendwann mal ein Gebäude finden. Hier oder den Strommasten. Irgendwann. Ich hoffe vor Einbruch der Dunkelheit. Denn ich möchte nicht eins werden mit der Dunkelheit. Ah, hier ist auch noch ein Weg, aber der führt wieder in den Wald und zumindest ist er zugeschneit. Der hier ist einigermaßen frei und hier sind Telefonmasten. Da hätte ich doch irgendwie mehr Hoffnung, hier ein Gebäude zu finden, als wenn ich in den Wald laufe. Wenn man sich erstmal verirrt hat, ist das richtig mies. Na? Ich wollte gerade sagen, ich wünschte, ich hätte einen Kart und einen Kompass. Aber wenn ich da an Cola zurückdenke, ist mir das scheißegal. So, was haben wir da vorne? Auch nur eine Brücke, kann das sein? Ich glaube. Bei so einer Kälte ist natürlich immer wichtig, in Bewegung zu bleiben, ne? Damit man nicht unterkühlt, wie er es hier gerade tut. Hallo? Ich dachte, er kommt nicht über den kleinen Schneehügel. Oh oh. Wollte ein paar Stöcke mitnehmen. Um später ein Feuer zu machen. Wir liegen gerade so viele rum. Hallo? Ist da jemand? Nee. Zweige möchte ich erstmal noch Can't nicht. feel my feet. Ja, habt ihr nicht so. Okay, wie gesagt, ne, wenn man einer Straße folgt, könnte man auf so etwas wie Zivilisation treffen. Also zumindest Häuser.
Cool. Eine aufgerollte Zeitung. Nobody needs this anymore. Taugt als Zünder. Oder kann man natürlich nehmen, um ein Feuer zu machen. Man könnte sich zur Not damit aber auch den Po abwischen, ne? Müsst ihr immer wissen. Das geht natürlich auch. Dann seien wir mal ehrlich. Wir alle müssen auf Toilette. Gut, ich gehe mal rein hier. Was ist das hier? Nix. Hallo, jemand zu Hause? Ich gehe mal rein, hier ist ein bisschen wärmer. Ich hoffe, vielleicht ist ja hier auch, ist ja ein kleines Wohnhaus. Guck mal, hier haben wir schon mal Stoff. Und Altholz. Vielleicht gibt es ja hier auch was zu futtern. Metallregal, Plastikbehälter. Wonder if this is any good to eat. Hab schon was zu trinken gefunden. Zucker sind auch Kalorien. Ich gucke gleich mal nach, ob die besser sind als unsere Handschuhe, die wir haben. Bretter, Altholz. Altholz nehme ich This mit. will come in handy. Bretter? Beil. Wir brauchen ein Beil. Ein Beil. Unbedingt ein Beil. Okay, ich will mal kurz nach den Klamotten gucken. Wo waren die denn jetzt hier? Mensch, hä? Hier. Abgenutzte leichte Jacke. Getragener Kapuze, den habe ich ja an. Getragene Fließfäustlinge, sind die besser als unsere? Habe ich überhaupt welche an gerade? Thermounterhose, Wollsocken. Ich habe gar keine an. Na, dann zieh die doch an. Reparieren muss ich die auch noch. Kann ich die reparieren? Stoff brauchen dafür. Erfolgschance 70%. Cool. Würde ich jetzt gerne anziehen. Ich will dich zerlegen. Zieh die an. Wieso zieht er die jetzt nicht an? Sortieren, Aktionen, ablegen. Ach hier. Gut. Wie sieht er denn aus? So, angezogen, angezogen. Ja, mehr haben wir auch gar nicht. Eine Mütze können wir auch gebrauchen. Über dem Kopf geht die meiste Wärme verloren. Müsst ihr euch merken. Über dem Kopf immer eine Mütze aufsetzen. Gut, ja, hier drin scheint nichts mehr zu sein, glaube ich. Metalllampe. Bügelsäge. Können wir also auch zerlegen, so eine Lampe. Gut, also sind wir draußen in der eisigen Kälte. Na toll. Können wir hier was machen? Nein. Ist nicht irgendwie, keine Ahnung, ich dachte, es ist irgendwie ein kleines Wohnhaus mit Küche oder sowas. Guck mal da, ganz versteckt. Schießanleitung für das Grenzland. That'll come in handy. Nachgedruckt eines Handbuches über das Schießen aus dem späten 19. Jahrhundert. Wenn du dies erforschst, wird deine Fertigkeit erhöht. Ja, dann erforschen wir das doch. Lesen. Okay, brauche auch noch echt lange für. Was heißt lange? Er hat es echt schnell gelesen. Die, if I don't warm up soon. Was stand da? Du kannst das nicht erforschen? Ich versuch's nachher nochmal. Ich wollte erstmal überleben. Wenn ich Zeit habe, lese ich mal ein Buch denn. Kühlschrank. Nix drin. Ja. Gut, das war Klopapier gerade. This will come in handy. Streichhölzer. Okay. Keine Ahnung, ich sehe hier nichts. Wir haben leider nichts, was wir da reinlegen können. Oh, eine Taste ist aber drin. Could end up being useful. Ja, du sagst das. Hinterland. Eine Tasse Kaffee. Ey, der Kaffee ist gefroren. Könnte man den vielleicht sogar aufwärmen? Das wäre total cool. Wenn
benötigt Brecheisen. Oh. Was sagt denn hier? Es ist unterkühlt. Kann ich hier drin eigentlich Feuer machen? Geht das? Ich hoffe mal. Nö. Macht er hier drin nicht. Also ich habe mir hier drin Feuer gemacht, definitiv. Ach die Scheiße. Ach die Scheiße, es ist schon dunkel. Wir können auf gar keinen Fall weitergehen, wenn es dunkel ist. Was sind das, Tauben oder was sind das? Alter, was mache ich denn jetzt? Ich kann da drinnen kein Feuer machen. Soll ich im Freien die Nacht verbringen oder was? Ah, ich mach mal hier ein Feuer. Aber, hä? Wieso macht er denn kein Feuer? Geht doch. Habe ich das drinnen gerade falsch gemacht? Jetzt muss ich noch mal kurz reingehen. Ist ja eigentlich nicht so, dass ich zum ersten Mal ein Feuer mache, aber. Na, kann ich ja nicht machen. Warten, schlafen. Schneehütte. Ich glaube, die konnte ich doch gar nicht machen. Oder? Nee, ne? Ich glaube, ich muss sie echt im Freien verbringen, die Nacht. Weil ich da kein Feuer machen kann. Ohne Feuer stirbt er nämlich gleich wieder. Was stand da gerade? Benötigt 15 Stöcke und 5 Stoff. Ach so war das, genau. Ja, mache ich mir jetzt hier ein Feuer. Neben dem Gastank. Ah, ich habe gerade echt keine andere Möglichkeit. Ich muss hier bleiben. Ah, ja. Wer hätte gedacht, dass Überleben in der Wildnis bei arktischen Temperaturen so schwer ist? Ich glaube, das sieht gut aus. Toll, es brennt gerade mal 2,5 Stunden jetzt. Ah, schön warm. Taub. Weniger als eine Stunde Tageslicht übrig? Ist der behämmert? Welches Tageslicht? Hier ist gar kein Tageslicht. Ja, das Problem ist, ich kann hier auch nicht sitzen bleiben die ganze Nacht. So viel Holz habe ich gar nicht. Okay. 10 Spitzen für sich hier. Eine Tasse Kaffee. Guck mal, die kann ich hier auch aufstellen. Geil. Wollen wir mal einen warmen Kaffee trinken? Gare, mach ich mal. Jetzt haben wir gleich einen warmen Kaffee. Ah, herrlich. Ach, hier kann man Schnee schmelzen. Nicht, hab ich wie schmelzen. Ja, wie kann ich denn Schnee einsammeln? Weiß ich immer noch nicht. Was ist, wenn ich denn die Dose hier drüber, Dose aufschlagen? Cool, jetzt haben wir warme Pfirsiche. Geil. Okay, wir brauchen ein bisschen, wir dürfen das Feuer nicht ausgehen lassen, auf gar keinen Fall. Stöcke. Drei Stunden gerade mal. Scheiße.
Geschmack. Wo sind denn jetzt hier meine geilen Pfirsiche? Wo ist mein Kaffee? Hier. Eine Tasse Kaffee. Heiß. Ich trinke den mal. Dann wärmt uns auch. Hoffe ich zumindest. Scheint nicht. Ja doch. Uns ist nur noch kalt. Glaube ich zumindest. Also ich glaube zumindest, dass der Kaffee uns gewärmt hat. Appetit. Naja gut, ich esse noch mal kurz eine Kleinigkeit hier und Energieriegel. Ich weiß nicht, wie wir hier die Nacht überleben sollen. Das Feuer brennt nur 2 Stunden 38 Minuten noch. Ich müsste irgendwo Stöcker sammeln. Aber sobald er einen Zweig kaputt schlägt, dann ist ihm ja gleich wieder kalt. Versuch mal zu warten. Schlafen. Na pass mal auf, ich schlafe, versuch mal. Nee, dann ist das Feuer aus. Geht auch nicht. In 2 Stunden ist das Feuer aus. Ich kann nicht schlafen. Eine Stunde könnte ich mir vielleicht kurz hinlegen, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt was nützt. 5 Stöcke habe ich noch übrig. Damit kann ich das Feuer noch ein bisschen am Laufen halten. Es ist auf alle Fälle warm. 1 Stunde 33 Minuten. Zwei Stunden. Ich brauche unbedingt Holz, wenn ich hier noch überleben will. Hier liegt zu viel, aber... Acht mal auf meine Temperatur. Warum mal, wie das runtergeht, ey. Alter, ich habe nur einen Zweig auseinandergenommen. Das finde ich irgendwie ein bisschen Quatsch, muss ich sagen. Boah, guck mal, ey. Das ist total krass. Jetzt ist mir wieder kalt. Ah, das ist echt Mist. Du hast gerade Handschuhe gekriegt. Das Feuer darf nicht ausgehen. Drückt mir die Daumen. Bisschen durstig ist er, aber geht eigentlich noch. Wie viel habe ich eigentlich davon, wie viele muss? Ich trinke mal die, da steht nur noch 23%. Süße Limonade, voll mit fruktosehaltigem Maissirup. Also voll giftige Scheiße. Gut. 7 Stunden, ey. Boah, ich schlafe mal noch eine Stunde. Deshalb geht das Feuer noch so lange? 1 Stunde 50 Minuten. Also eine Stunde ruhe ich immer aus. Ich hoffe, dass ich damit so ein bisschen die Balance halten kann zwischen seiner Erschöpftheit, zwischen seinem Zustand. Was sagt er? Er ist ausgeruht, sagt er noch. Warm ist ihm auch wieder. Ey, den noch nicht, den brauche ich noch. Den könnte ich ja eigentlich gleich mal lesen, ne? Forschung lesen. Wieso kriegt er einen trockenen Mund, wenn er ein Buch liest? Seite 2? Ne, 2 Stunden. Achso, 1 Stunde gelesen. Achso. Na gut, ne, noch mehr lesen können wir jetzt gerade. Ich habe keine Zeit für. 5 Stunden Dunkelheit übrig. Das Feuer. Boah, scheiße, ey. Ich brauche unbedingt noch Holz.
Ich hatte schon mal mehr Glück in diesem Spiel. Ihr seht, so ein Überleben in der Wildnis, das hat auch immer was mit Glück zu tun. Auch mit Glück. Glück im Leben ist immer wichtig. Ich hoffe, das Feuer geht nicht aus. Alter, hier liegt nirgendwo Holz. Das gibt's doch gar nicht. Doch hier. Ach, scheiße, Zedernast. Verdammt. Taub schon wieder, ja. Ich hoffe, das überlebt er noch, wenn er kurz mal unterkühlt ist hier. So, wo ist jetzt mein Feuer? Da. Ich glaube, es ist gerade. Ah, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist ausgegangen. So. Cold. Ja, dann muss mir laufen. 30 Minuten bloß noch. Durstig, Appetit. 4 Stunden bis zur Dunkelheit. Ich schlafe nochmal. Wie lange geht das Feuer? 1 Stunde 30 bloß. 2 Stunden. Ich schmeiß mal jetzt alles rein. 2 Stunden 8 Minuten. Ich schlafe mal 2 Stunden. Dann geht das Feuer aus. Und dann wird es ja auch fast hell. Ich hoffe mal, dann bin ich wenigstens ausgeruht. Mir ist warm. Was essen kann ich jetzt auch noch. Ja, zum Reinschmeißen habe ich jetzt nichts mehr, aber ausgetrocknet. Müsste ja gleich hell werden. Wenn ich 1 Stunde vorher losgehe, bevor es hell wird, dann muss das funktionieren. Er hat immer noch Durst. Was ist los mit dem? Zwei Stunden Dunkelheit übrig. Sieht aber gut aus. Warm, ausgeruht. Gestillt ist er auch. Zustand 84%. Ich bleib nur so lange sitzen, solange das Feuer noch geht. Sind ja nur noch 30 Minuten. Also natürlich nicht real life, also nicht real time. Da ich ja weiter der Straße folge, denke ich mal, wird das funktionieren, wenn ich jetzt losgehe. 2 Stunden übrig. Grad erzeugt das Feuer? Na, muss ihm aber echt warm sein. Gefühlte 38 Grad. So fühle ich mich auch gerade. 38 Grad hier. Ich bleibe hier eigentlich nur noch sitzen, damit ich möglichst wenig in der Dunkelheit rumlaufe. Obwohl, man braucht sich gar nicht wundern, dass er einen trockenen Mund kriegt, wenn er hier vor so einem Lagerfeuer sitzt, das 58 Grad ausstrahlt. Und er sich gefühlte 38 Grad hier. So 16 Minuten. Also sind nur noch maximal 60 Sekunden können wir los. So lange müsst ihr auch noch durchhalten.
Ich möchte doch mal wirklich mal länger als eine halbe Stunde in diesem Spiel überleben. Eine Stunde Dunkelheit übrig. Na, dann müsste es jetzt langsam mal hell werden eigentlich, oder? Feuer geht aus. Schade. Okay, ich marschiere los. Wir bleiben ja auf der Straße, von daher dürfte das Risiko, dass wir uns verlaufen, relativ gering sein. Eigentlich null. Ihm wird auch mächtig schnell kalt, muss ich sagen. Das ist echt mies. Guck mal, hier sind noch mehr Häuser. Hätte ich das gewusst, wäre ich schon eher losgegangen. Im Briefkasten. Nichts dran. Gut, da sehe ich jetzt nichts. Ich gehe mal hier rüber. Ist der Briefkasten nicht ganz schön hoch? Guck mal, wenn hier die Straße ist, sind das Riesen, die hier wohnen. Jetzt komme ich da gar nicht mal an. Auch nichts. Warum? Klopf, klopf, einer zu Hause. Haus an der Kreuzung. Wow, schön. Haus verlassen? Nö, bin gerade erst gekommen. Das Problem ist nur, ich sehe nichts. Kleiderschrank. What have we here? Neuer einfacher Parker. Ein einfacher Wintermantel aus modernem Material. Gutes Verhältnis von Gewicht und Wärme. Oh, ein Wollschal. Wie geil. Ich guck mal, ob ich das gleich anziehen kann. Umso wärmer uns ist, umso besser natürlich, ne? Muss ich das reparieren oder so? Nö, ne? Weiß ich gar nicht. Aktion? Könnte man tatsächlich reparieren. Accessoires? Ich glaube, das muss ich doch erst reparieren, wa? Außen? Oberkörper? Wo sind das hier sonst? In? Hä? Angezogen? Hä? Gefühlt 6 Grad. 3. Uah! Leute, doch gleich. Ich habe nichts zum Drüberziehen. Ich glaube, ich muss. Ich habe einen Parker eingesammelt. Gefühlt 4 Grad. Ja, muss ich anscheinend doch erst reparieren. Was gerade total scheiße ist. Gut, dann brauche ich den erstmal an. Okay, die Sache, die man findet, muss man also tatsächlich erst reparieren, bevor man sie anziehen kann. Wo bin ich denn jetzt hier gerade? Warte, warte. Hier ist der Kleiderschrank. Der ist leer. Ach, hier geht's lang. Ja, ja. Okay. Eine Wasserflasche. Ey, wie geil, wie geil. Too much water. Plastikflasche für 500 Milliliter. Ich glaube, damit. Nee. Damit könnten wir Wasser, Schnee schmelzen, ja. Gib das doch mal her, da, die Tasse. Will er nicht. Teller will er auch nicht. Wozu eigentlich auch? Sitzen oder was? Ne, kann man auch zerlegen. Ach so. Ey, geil, eine Küche. Metallpfanne. Ja, wie kann man jetzt immer Schnee schmelzen? Weiß ich immer noch nicht. Wenn ich das wüsste, wäre uns schon sehr viel geholfen. Zwecks Durst. Bräuchten wir jetzt keine Angst haben zu verdursten.
Scheint wurde hier schon alles geplündert. Verdammt. Ah, Is it toll. food or? Geschmacklose Salzcracker. Trockene, salzige Cracker, von denen man Durst bekommt. Ja, toll. Wenigstens ist mir gerade nicht so kalt. Das ist auch schon mal was wert. Cool. Frische Tomatensuppe. Geil. Hope I can still eat this. Ja, hier wird alles durchsucht. Keine Gegenstände im Behälter. Lampenöl. Is it food or? Dosenmilch. Dosenmilch ist immer gut. Ein frisches Schweinefleisch mit Po. So, Metalltopf, Metallpfanne. Was haben wir hier noch? Wollte die Dose mitnehmen, aber scheint wohl nicht zu gehen. So, Kühlschrank. Should be good to drink. Plastikflasche, 500 Milliliter. Geil. Immer alles durchsuchen. Ganz wichtig. Alles kann euer Leben retten. Badezimmer? Ja, das kommt mir gerade recht. Ey, guck mal hier, können wir Wasser mitnehmen. Alle nehmen. 2 Liter Wasser. Maximal. Ja, damit. Wasser auffüllen. Es war ja in der Not. Friss der Teufel fliegen. Ist ja wohl ganz klar. Da trinkt man auch Toilettenwasser. Würde jeder machen. Hier ist noch ein I could use bisschen this. Klopapier haben wir hier auch noch, ne? So. Draußen müsste es ja mittlerweile auch hell. Handtuch auseinandernehmen. Wie lange dauert das? 10 Minuten. So, was wollte ich genau? Wir wollten mal gucken, ob wir den Parker reparieren können. Das wäre nämlich total geil. Ich glaube, der hält Wärme. Wo ist er denn jetzt? Wo ist denn der Parker jetzt? Hier haben wir 3 Liter Wasser. Ich glaube, das reicht erstmal. Ist jetzt der Parker weg oder was? Ah ne, den habe ich hier an. Seit wann habe ich den denn an? Was hat er denn vorher angehabt? Ich könnte ihn reparieren und dann? Hält er dann Wärme? Wir waren jetzt bei 6 Grad. Ich versuche es einfach mal. Hundert Prozent. Null. Aktion? Wieso muss ich den denn reparieren? Wieso gehen die Sachen überhaupt kaputt? Er macht doch gar nichts. Einen Schal habe ich doch auch dabei gehabt. Hier. Abgenutzter Wollschal. Ich will ihn nicht zerlegen. Ich wollte ihn umlegen. Also um den Hals legen. Ach da, ja, da kann ich ihn. Ja. Okay, jetzt ist 1 Grad gestiegen auf 7 Grad, ist auch okay. Wollen wir mal nicht zu wählerisch sein hier. So, fix was trinken. Wir haben hier 2 Liter Toilettenwasser. Trink mal einen Schluck. Wie viel hat er gerade getrunken? Wie viel habe ich davon jetzt noch? Einen halben Liter hat er gerade getrunken. Alter, wieso trinkt er gerade 500 Milliliter? Ihr könnt doch gleich merken, als noch ein Überlebenstipp, der menschliche Körper kann pro 15 Minuten nur 250 Milliliter Wasser aufnehmen. Also ist es totaler Quatsch, in 15 Minuten 500 Milliliter zu trinken. Das kann der Körper gar nicht verarbeiten. Er verarbeitet nur 250 Milliliter in 15 Minuten.
Mehr geht nicht. Ich hoffe, ich erzähle keine Scheiße. Bin mir sicher, dass so ist. Habe ich mal gelesen. Mal gelernt. Aber gut, dass man sogar die Vorhänge zerreißen kann. Finde ich gut. Muss man ja auch erstmal wissen, ne?